Oh Gott! Oh nee, Scheiße. What the heck? Oh, das habe ich uns gar nicht gelesen. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay, ja, tote Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Das war Chris Walker? Oh. Also wenn das Chris Walker ist, ist Billy the Wallrider. 90. Akten, die wir gefunden haben in der Hinsicht. Aber das heißt, wir haben irgendwas bestimmt übersehen, wo erwähnt wird, dass der, dass ja der Klaus Sperbel, dass der Chris Walker ist. Dann, haben wir jetzt in die Richtung geschaut, müssen wir jetzt in die Richtung laufen, oder was? Bernicke. Wir sollen Worldwide ein Ende setzen, das ist schön. Must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care.
apparition's mind, we hoard just dollar amounts in a ledger. And the prophet's Project Warrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread, if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Was ist das jetzt? Scheint so. Ich habe eigentlich nicht vor zu sterben. Ich würde das eigentlich gerne nach draußen schaffen. Aber so wie es ausschaut, müssen wir auch den Wallrider aufhalten. Okay, das wieder zu. Jetzt ist hier offen. Ja. So wie ich das gedacht habe. Das ist hier eine blutige Angelegenheit. Billy hat ja ganz schön gehaust als Wallrider. Er ist irgendwie weggelaufen noch. Also Billy kann als Wallrider in die Körper eindringen und sie von innen her zerfetzen, zum Explodieren bringen. Das ist ordentlich. Wow. Ich sehe nichts. Okay. Nur wieder hier. Lass uns dann hier zurückflüchten. In einen der Räume. Wenn ich jetzt davor gehe, kommt der Wallrider. Okay, jetzt wird's interessant. Wallrider tot, Nummer 2. Aber hier gibt's ja glaube ich auch nichts, was irgendwie... hilfreich wäre. Ah. Also auf jeden Fall dahinter. Da ist eigentlich ob es ein Raum zum... Wenn ich da auf links rein... Wenn ich da auf links rein muss...
durchrennen. Habe ich eigentlich schon probiert, da durch die Tür durchzu. Sehen aber, wo ich rot gesehen habe, da habe ich ab nicht mehr gewusst, wo ich bin. Ja, oh Gott. Ja. Ist in Ordnung. Okay, probieren wir Dampframme. Machen wir jetzt auf Dampframme und schauen, dass wir durch die Tür durchkommen da vorne. Ich mache jetzt extra nicht die Kamera an, weil sonst ist das alles. Geht doch. Da lang. Ach, kommst du hier nicht rein oder was? Moment, warum sehe ich dich ohne Kamera? Okay, Dampframme war das Richtige. Hi. Was nagt für mich, sehe ich? Möchte ich gerne lesen. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008, Rudolf Wernicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen und Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay. Okay. Ja? Oh mein Gott. Oh Mann. Hey, jetzt sieht man mal zumindest was auf dem Bildschirm. Interessant, interessant. Anna lebt noch, das ist wahrscheinlich der da. Einer ist tot. Das könnte eventuell die blutige Kugel da hinten sein. Eine Notiz. Der Assembler. Die Zulaufkammern. Die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken. Wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn. Töte ihn. Setze allem ein Ende. Da unten ist eine Akte.
Noch eine Notiz. Der kranke Akt danach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief in ihn eingegraben. Sich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Murkoff Psychiatric Systems, morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährungsflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Fall eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Nochmal sehr ausdrücklich mit Nachdruck und Hingabe erwähnt, dass wenn das Notfallsystem ausfällt, der Patient tot ist. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, na, aber okay. Gut, wo müssen wir hin? Sorry, ich bin durchs Bild gelaufen. Ich hatte aber irgendwie sehr ungesund aus. Bäh. Da hinten läuft einer. Die ist leer, die ist kaputt, die ist blutig. Die geht einer. Hi! Willst du mir was sagen? Nee? Da oder da? Probieren wir es mal hier. Was haben wir denn hier? Sublabor-Generator. Ich würde sagen, wir machen das der Reihe nach. Life Support, Fluid, genau. Schauen wir doch erstmal hier hin. Servus. Lass mich raten, da oben. Das Radl. Okay. D-Block. Wir sind abgestiegen vom A-Block zum D-Block. Oh, da liegt eine Akte drin. Hallo? Was haben wir denn? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 4. Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann.
und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin der geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da sterbte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Es ist schon, ne, die alten Texte, die sind schon ein bisschen tricky mit dem Lesen. Da wurde ja einiges rausgeholt immer, an Formulierung. Uhr. Das macht jetzt inzwischen mehr Sinn. Do not turn the valve. Nicht den Valve drehen. Es ist wie mit dem großen roten Knopf, wo dran steht, bitte nicht drücken. Oh Gott. Ich habe den leisen Verdacht, dass da gleich ein Billy daherkommt. Einfach laufen. Okay, ein System ist aus. Jo. Gehen wir direkt zum Generator weiter. Batterien. Look. Oh, stimmt, der ist noch weiter hinter uns. Seriously. Boah, die Musik macht mich fertig. Oh Gott. Oh Gott, nein! Was ist denn das für ein krummer Hund, hey? Edge Beige. Mich macht's fertig, dass ich nach der Bestäubung dich sehen kann ohne Kamera. Junge. Generator. Oh, das ist noch eine Akte. Mal fast übersehen. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, den vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Moment! Billy nimmt freiwillig teil. Um seiner Mom
die Kosten zurückzuzahlen. Grundlos. Ohne Spende an die hiesige Kirchengemeinde. Und er weiß nichts von dem Herzstillstand bei seiner Mutter, der herbeigeführt wurde. Heißt es, die haben seine Mutter umgebracht? Das wäre natürlich ein Meter heftig, ne? Aber klar, wenn die Mutter tot ist, gibt es niemanden mehr, der nach Billy suchen würde, sofern der Vater nicht mehr leben würde. Und Billy keine Freundin oder Frau hat, wobei in seinem Alter, mit 19 war er, ist er reingekommen, wenn ich mich gerade recht entsinne. Mit 19 verheiratet wäre schon, das wäre schon ordentlich. Na klar, wenn die Mutter beseitigen, dann geht kein Hahn mehr nach Billy. Oh Mann. Dann bringen wir es mal zu Ende. Er hat nicht so wahrscheinlich gleich wieder. Ja. Einmal begasen. Er hat nicht so erstmal wieder flüchten müssen. Ich werde. Billy kommt gleich wieder. Angepfiffen. Hallo? Oh, ist das nervig. Wir haben überlebt? Okay. Ja, er ist hinter mir. Schlupp. Das Notfallsystem. Lass mich raten, das kann man hier irgendwo ausschalten. Billy wehrt sich gerade mit letzter Kraft. Ich glaube, das war es jetzt gleich mit uns. Bring mir halt um. Haben wir das jetzt echt überlebt? Weil Billy schnell genug gestorben ist. Versuche zu entkommen. Ja, Ausgang. Ach du Scheiße. Wir können nicht mehr gescheit laufen. Hacks gebrochen. Also wenn ich das hier wirklich lebend rausschaffe, der wird nie wieder irgendeine Berichterstattung, irgendeinem Informanten nachgehen. Ich glaube, da hängt sein Job als Reporter an den Nagel. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen rausschleppen, oder? Weil das war eigentlich schon einen Meter weit. Oder hier gibt es dann irgendwo eine Abkürzung nach draußen. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen.
Was zum... What? Okay. Vorbei. Was war das denn gerade? Der Wernige stand jetzt mit Leuten. Ich vermute, Murkoff-Leute sind das gewesen. Ein Einsatzteam von Murkoff. Standet er jetzt da und hat mich erschießen lassen. Und ich war jetzt der Wirt. Was ich gerade interessant fand, Wernicke hat auf Deutsch geredet. Gott im Himmel. Mit so einem bisschen amerikanischen Akzent. Aber der hat eins auch gesagt, Gott im Himmel. Na gut, er ist Deutscher, ne? Er hat seinen Unterlagen, ist er ja Deutscher. Oder deutsche Abstammung, besser gesagt. Er ist in Deutschland geboren. Aber okay. Gibt auf jeden Fall Stoff für einen zweiten Teil. Das wird dann wahrscheinlich im zweiten Teil fortgesetzt. Keine Ahnung, was im zweiten Teil geht. Aber ich denke mal, das wird fortgesetzt. Weil es gibt ja auf Grundlage dessen doch gut an Stoff zum Abhandeln. Wenn es besessen ist. Ja, das war's mit dem Hauptspiel. Morgen kommt dann das DLC Whistleblower. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Würde mich freuen. Ansonsten lasse ich euch jetzt mit dem Abspann noch alleine und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Ciao, ciao!